Livestream dazugekommen sind. Gott mit uns an einem besonderen Sabbat. Die schönste Freude für Asi ist was? Der Saal ist voll. Ihr seid alle mit dabei. Ich weiß noch eine Zeit, 97, da waren es noch ein paar weniger. Aber Asi ist etwas Besonderes. Zusammenzustehen im Missionswerk, zusammenzustehen in der Gemeinde, zusammenzustehen, vorwärts zu gehen. Und ich würde am liebsten drüber schreiben, mein Lieblingswort ist, Sie kennen schon, never give up, nicht aufzugeben. In der heutigen Zeit etwas Besonderes und deswegen herzlich willkommen auch alle, die im Livestream und Freunde und Gäste, die dann mit dabei sein dürfen, um Gemeinschaft zu haben, gemeinsam voranzugehen, gemeinsam gestärkt hier aus dem Gottesdienst zu gehen, das ist was. In meiner Kinderzeit, Deutschen Museum, einmal im Jahr oder auch im Olympia, kleinen Saal, vielleicht wissen Sie, Elterngeschwister noch, da gab es Zusammenkünfte. Und danach ist man so wieder gestärkt von dannen gegangen. Und das wünsche ich für uns alle, dass Gott uns segnet, dass Gott uns erweckt. Und Asi ist ein Stück davon. Und wir werden zuerst ein Musikstück hören und also sich vorbereiten. Und auch dann werden wir Projekte anschauen. Und da bitte ich auch Klaus Nöles mit seinem Team nach vorne zu kommen, zu warten hier an der Seite, dass es kontinuierlich durchgeht. Und möge der Herr es führen, dass wir gesegnet von dannen gehen dürfen. Unsere Musiker, bitte nach vorne zu kommen. Einen gesegneten Sabbat. Thank you.
Was für ein Segen, seine Gaben für den Herrn einzusetzen. Amen, ihr beide. Wie schön ist es, dabei zu sein. Und was wäre Asi ohne uns alle? Asi, für den Livestream, seit 1947 gegründet, ist uns erzählt worden. Und adventistische, selbstunterhaltende Institutionen, wie wichtig ist es, zusammenzustehen. Und deshalb haben wir heute wieder 16 Projekte euch vorzustellen. Warum sind wir hier? Schönen Sabbat zu haben. Alles gut. Aber es muss einen Grund haben. Was wäre Asi ohne euch? Wenn wir nicht zusammenstehen, dann wird es nichts. Und all die Missionswerke, wer das Heft hat, auf Seite 8, können wir sie anschauen miteinander und auch an der Leinwand sehen wir verschiedene Projekte im Schnelldurchgang. Die einen oder anderen können wir auch dann noch selber hören im Anschluss. Und Straßenmission in Deutschland. Wer die Bilder gesehen hat, Bücher zu verteilen, wenn es so richtig rumpelt unter Corona-Zeiten, das war deftig. War das so? Aber sie könnten ja nicht verteilen ohne Bücher. Und Auslandmission in Türkei. 1930 gab es viel mehr Geschwister, die von Deutschland aus geschickt worden sind in die Mission. Momentan brauchen wir Missionare in Deutschland von außen. Wissen wir das? Und deswegen ist es auch wichtig, auch zu unterstützen, die Auslandsmission in der Türkei. Und Trainingszentrum für Missionare in Rumänien. Europa ist groß. Stehen wir dazu? Sind wir bereit zu helfen, dass endlich mehr Missionare unter das Volk kommen? Mission unter Deutschen in Namibia. Evangelisation, die auch unterstützt gehört. 1930 war das ganz normal. Da hat man viele von den Missionswerken, 5 Missionsplätze gab es damals, was ich weiß. Und da hat man Missionare in die Welt geschickt, da war das ganz normal. Und heute, oh, 5 Bücherwagen und Gesundheit, Neulandmission. Wer so einen Bücherwagen draußen anschauen will und mal gehen will, es gibt so eine andere Organisation, die haben solche Stände, das können wir besser. Und wir brauchen euch, wir brauchen jeden Einzelnen. Ausbildung, Missionarschule Eden, Tschechei. Wie wichtig ist es, die Missionarschulen zu unterstützen? Wenn man nicht selber da sein kann, wenn ich selber sowas erleben kann, wie vorher erwähnt worden ist, wie wichtig ist, dass Missionsschulen gestärkt werden? Es kann sich erst was ändern, wenn wir bereit sind, unsere Zeit, unsere Mittel, unser Wissen einzusetzen für den Herrn. Bücher für Tansania. Bücher ist schon Anliegen bei Asi, weil unterstützen ist gut. Und Bücher, die dann verwendet werden, kann man auch gut nachweisen. Tansania, auch ein bekanntes Missionsprojekt. Ausbildung, Gesundheitsmissionare, Althütte. Vor 2 Jahren auf Müggelsberg, wer hat es geglaubt? Vor 3 Jahren. Und da wurde etwas begonnen, was vom Boden heraus eine Familie bereit war, ihre Mittel einzusetzen für den Herrn. Bumm. Sind wir das auch? Sind wir auch bereit, unsere Mittel einzusetzen, Herr? Wenn du Zeit hast, wenn du eine Gabe hast für die Musik, das war's. Althütte. Nummer 9, Mission und Gemeindegründung in Schwerin. Im Norden, da bläst der Wind von der Küste. Aber wichtig ist es, da dagegen zu halten, gegen all die Widrigkeiten. Asi steht für Kontinuität. Asi ist bodenständig. Asi steht hinter der weltweiten Mission, hinter den Glaubensgrundsätzen der Adventgemeinde weltweit. Mag sein, was ist in Deutschland. Wer hebt die Fahne hoch voran? Und in Schwerin ist so ein Standort. Wo es am meisten bläst, muss die Fahne richtig festhalten. Gesundheits- und Glaubensförderung. Und es gehört dazu. 2 Standbeine der Adventgemeinde. Heiligtumslehre und Kuckuck. Gesundheitslehre. Auf beiden Füßen stehen wir. Und wo ist die Gesundheitslehre? Hier, Nummer 10. Mission Mittelostdeutschland. Und Mission ist unser Leben. Es gibt keine Daseinsberechtigung, wenn nicht die Gemeinde Mission treibt. Was hat denn der Herr gemacht, wo er da war? Mission Mittelostdeutschland. Mission, Büchermission und Ausrüstung einer Missionsschule in Ruanda, wir werden bald was mehr sehen, zum Verlieben. Wenn ihr dort sein könntet, ihr wisst, was dort wäre.
auch Mission in einem Land, wo Adventisten bekannt sind. Aushilfskräfte für YouTube-Mission. Was sagt die Bibel? Sind wir bereit, auch das zu unterstützen? Es zeigt sich, bereit zu sein, wenn du nicht selber kannst, wenn du nicht selber Möglichkeiten hast, aber unterstützen können wir es wohl. Buchdruck für Büchermission, hören wir schon oft Bücher. Aber Bücher ist unser Leben. Bücher ist das, was am Ende fallen sollen, wie jetzt im Herbst die? Ach nee, wie die Blätter. Und die Blätter sind viele. Verteilen wir auch so viele Bücher wie die Blätter. Und Mission in Slowenien, Nachbarstaat, Stück weiter, schöner kleiner Staat, aber aktive Missionare zu unterstützen. Wir müssen es wieder umdrehen, Geschwister. Von Deutschland aus muss in die Welt missioniert werden. Das, was jetzt der Stand ist, dass wir Missionare von außen brauchen, können wir dann ändern, wenn wir alle bereit sind, voranzugehen. Und wir haben ein großes Ziel auf Seite 6 des Heftes. Wir haben uns gewagt, als ASI-Vorstand, eine Summe. Und die geht nur, wenn wir zusammen sind. 92.000 Euro. Für all die 16 Projekte. Für alle 16 Projekte zu sammeln, um dabei zu sein. Letztes Jahr, verrate ich euch, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft durch Geschwister, die bereit waren, ihre Mittel, ihre Zeit, ihre Möglichkeiten einzusetzen. Und die Hürde ist groß, aber gemeinsam sind wir stark. Adventglauben 23 zu leben, heute ist ein Tag dafür. Möge das der Herr führen. Wir möchten drei Projekte vorstellen und ich bitte nach oben den Klaus Nöles mit seiner Gruppe, denn Straßenmission in Deutschland etwas Direktes. Dazu stehen zu dem, was wir glauben. Dazu stehen in der Öffentlichkeit. Und ich gebe ihr das Wort weiter. Wer darf es machen? Als erstes hier, bitte. Auch du. Bitte schön. Ja, liebe Geschwister, erstmal auch einen gesegneten Sabbat von mir. Und wir wollen eigentlich jetzt erstmal mit einem kleinen, kurzen Clip anfangen. Gerne mal auf die Leinwand hier schauen. Vielen Dank. In Matthäus 28 im 19. Vers lesen wir: So geht nun hin und macht zu Jüngern. Und diese Aufforderung von Jesus an seine Jünger gilt genauso uns heute. Warum wissen wir das? Wir können das wissen, weil im 20. Vers Matthäus 28 lesen wir: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Herausforderung für unsere Tage ist praktisch das gesagt ist, dass die Ernte groß ist, aber dass der Arbeiter wenige sind. Und das sollte unser Gebet sein. Der Bibeltext fordert uns auf, betet und bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Liebe Geschwister, ich möchte euch jetzt mitnehmen und euch etwas zeigen. Letztes Jahr waren wir in Frankfurt auf einer Großevangelisation von Freichristen, um dort unser Schrifttum unter die Menschen zu bringen. Doch das Verteilen der Bücher wurde uns untersagt. Und somit wussten wir erstmal nicht genau, warum Gott uns dorthin geführt hatte. Dann sahen wir, wie gut organisiert diese Geschwister waren und wie viele Menschen sie erreichten. Es war überwältigend. Nach kurzer Zeit bekamen wir alle den gleichen Gedanken. Was ist, wenn Gott uns dadurch etwas zeigen möchte? Was ist, wenn Gott sein Adventvolk ruft, dies in derselben Größenordnung zu tun? Somit fing der Same an zu keimen. Seit der Corona-Krise hat uns Gott unglaublich viele Türen geöffnet, um die frohe Botschaft an unzählige Menschen in Deutschland und weltweit zu bringen. Es haben in den letzten Jahren etliche Demonstrationen stattgefunden und wir konnten über 500.000 Schriften unter den Menschen verteilen und schon einige Samen auf dem Acker sehen. Jedoch war dies erst der Anfang und es gibt noch viel zu tun. Der Herr selbst sagt, dass die Ernte riesig sei, aber wenige Arbeiter vorhanden sind. Somit beten und hoffen wir, dass Gott noch mehr Arbeiter auf das Feld schickt. Und vielleicht spricht Gott heute dich oder deine Gemeinde an, ein Teil dieses Projekts und ein Licht für die Menschen zu werden. Unsere Vision ist es, die Menschen auf eine ganz besondere Art zu erreichen. In Form von Vorträgen mit Predigern vor Ort, sowie die Gesundheitsbotschaft in Theorie und Praxis, Büchermission, Abspielen von Multimedia-Beiträgen auf einer Leinwand, Musikbeiträge und Gesang von Geschwistern.
Seid dabei. Wir freuen uns auf euch. Liebe Geschwister, uns sollte doch spätestens nach Corona bewusst sein, dass unser Vater die Winde festhält, um uns die Möglichkeit zu geben, die dreifache Engelsbotschaft in Friedenszeiten zu den Menschen zu tragen. Nun, Gott hat uns den Weg bereitet, dies zu tun, in Form von kurzen Vorträgen über Prophetie und Gesundheit sowie Büchertische und Verteilaktionen, eben alles, was die Missionsarbeit umfasst. Solltet ihr euch angesprochen fühlen, dann kontaktiert uns bitte, auf dass wir mit euch zusammen vielleicht in eurer Stadt ein Licht sein können. Damit dies aber auch langfristig möglich ist, brauchen wir unbedingt eure Hilfe. In Form von beständigem Gebet, genügend Geschwister vor Ort sowie tatkräftige finanzielle Unterstützung für dieses Werk. Denn siehe, spricht der Herr, der Bräutigam kommt, gehet aus ihm entgegen. Matthäus 25, Vers 6. Maranatha. Maranatha. Ja, liebe Geschwister, wir sind Gott sehr dankbar, das Vorrecht zu haben, unser Herzensprojekt euch vor so vielen Geschwistern vorzustellen. Und wir bedanken uns wirklich ganz herzlich bei ASI, dass sie dieses Projekt der Seelenrettung fördern. Unser Herz brennt für Menschen dort draußen. Und es gibt nichts Erfüllenderes, als zu sehen, wie Menschen sich den liebenden Gott bekehren und gerettet werden. Und dieses Feuer für die Mission möchte Gott in unser aller Herzen entfachen. Jetzt haben wir noch die Zeit und das Privileg, auf die Straßen zu gehen und kostbare, suchende Seelen für das Reich Gottes zu gewinnen. Und davon, liebe Geschwister, gibt es reichlich. Leider können nicht alle des Teams heute hier sein. Dennoch möchte ich die, die hier sind, vorstellen. Wir haben einmal Lars und Maggie. Der Lars ist für uns zuständig in der Terminplanung und der Organisation von solchen Veranstaltungen. Die Maggie ist im Bereich der Gesundheitsevangelisation zuständig. Für Fragen da auch gerne bei uns allen melden. Die Kim ist zuständig bei uns intern für die Finanzen. Und Klaus und meine Wenigkeit sind für Büchermission und Evangelisation da, genau. Leider haben wir keinen Stand heute gebucht und somit wollten wir uns vorstellen und kenntlich machen. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn Gott dein Herz heute bewegt hat, dann bitte komm auf uns zu, spreche uns bitte an. Wir haben Visitenkarten dabei, die findet ihr beim Lebensblattstand. Dort könnt ihr euch gerne etwas nehmen. Ich möchte noch kurz abschließen mit einem Zitat von Ellen White, was mich so tief bewegt hat. Sie schreibt in Schatzkammer der Zeugnisse, Band 3, Seite 290. Sie schreibt, als ich daran dachte, wie der Kelch in der Hand Christi zitterte, als ich erkannte, dass er es hätte ablehnen können, ihn zu trinken, dass er die Welt in ihren Sünden verderben lassen konnte, da gelobte ich, alle Kräfte meines Lebens einzusetzen, Menschen für Christus zu gewinnen. Liebe Geschwister, jetzt ist die Zeit, ein Licht zu sein für eine sterbende Welt. Gott mit uns. Amen. Bitte ein Klavierspieler nach oben zu kommen. Zusammenzuschweißen, als Gruppe zu gehen, zusammenzuleben, dieser Ruck. Wer ist bereit dazu? Wer ist bereit, nach vorne zu gehen? In seiner Gemeinde, in seinem Hauskreis zusammenzuleben und das zu verwirklichen und an der Front zu stehen. Da gibt es eine große Gruppe in Deutschland, die anders heißt. Die machen das. Aber wir haben eine Aufgabe ebenso. Und ich habe euch etwas vorzustellen von der Mission in Ruanda. Und bitte dich, dezent. Ein Platz, wo man Urlaub machen könnte. Wer die Gelegenheit hat, mal hat, als junger Mensch oder sonstiges, nach Ruanda zu kommen, ein Rundumblick, Kivusee, und jetzt hier ist es das neue Missionsprojekt. Eine Missionsschule in Ruanda. Eine Missionsschule, ein Rundumblick in den Hügeln von Ruanda. Wer Ruanda kennt, mit Bananenstauden und schöne, sanfte Hügel zum Verlieben. Und man kann in Afrika sein Herz verlieren.
und hier eine Missionsschule vorzustellen, die gebaut ist, aber braucht eine Ausstattung. Braucht Bücher, braucht Material. Sind wir bereit zu unterstützen? Sind wir bereit, das zu leben in fernen Landen? Und es gibt so viele Beispiele. Sind wir bereit, dabei zu sein? Wenn jemand Jugendliches ist, der mal meint, er muss weit weggehen, ist er heute zu Redenz. Aber hier ist die Musik in Europa. Wo es, wenn jemand gehen will, bietet sich an, in diesen Hügeln zu leben. Schulen sind wichtig. Missionsschule. Und da kommen wir auf ein zweites Bild, wo ich euch vorstellen möchte. Ein Bild, was mich sehr bewegt. Und Schulen in der heutigen Zeit. Hier nicht allzu weit weg in Nürnberg ist eine Schule. Da fehlt nicht die Räumlichkeiten, da fehlen nicht die Kinder. Was fehlt? Die Lehrer. Wo bist du, Frau und Herr Lehrer? Und dieses Bild in der Emanuel-Schule München hat mich so richtig, das liebe ich. Mittlerweile eine junge Frau. Und schaut diesen Ausdruck, dieses Mädchen damals mit der Bibel in der Hand, ihr Buch. Ist es wert, unsere Kinder, ich habe es am Donnerstag den Vortrag vielleicht gehört und gestern von Taubert. Was für eine Zeit leben wir? Was ist mit dem ganzen Gender? Ja, Wahnsinn. Und wer es nicht glaubt, ihr werdet es auch noch erleben. Wenn wir nicht bereit sind, Schulen zu gründen, wenn wir nicht bereit sind, uns einzusetzen, was bringt es, für Beamte zu sein? Was bringt es, irgendwo zu sitzen, ihr Lehrer? Meldet euch. Meldet euch, ihr werdet dringend benötigt. Egal, ob es hier in Nürnberg um die Ecke ist oder in München, eine neu gegründete Realschule. 5-mal haben wir eine Ablehnung bekommen für eine Realschule. Wir haben nicht aufgegeben. Und ein Wunder dieses Jahr erlebt. Am 6. September haben sich die ersten Schüler eingeschrieben und am 12. ging die Schule los. Wie geht sowas? 2 Wochen vor Schulbeginn hat die Regierung gesagt, ja, nach dem 5. Mal ablehnen. Und das, dieses Bild, vergesst bitte nicht. Unterstützen ASI, dass ASI unterstützen kann. Unterstützen mit eurer Zeit, mit eurer Kraft, mit eurem Einsatz. In Nürnberg wird dringend eine Lehrerin gesucht. In München genauso. In Baden-Württemberg. Wo nicht? Was hast du? Was fehlt dir? Sprech uns an. Wir helfen euch. Um bereit zu sein, in Bogenhofen eine Lehrerausbildung zu machen. Wenn wir etwas ändern wollen, dann müssen wir selber damit beginnen. Nicht die und der und das. Wir sind dran. Und das ist unser Leben. Möge euch berührt sein, ob ein Missionswerk in Ruanda, in den schönen Hügeln oder eine Schule hier. Es liegt an uns, ob sich was bewegt. Wer wird dann am Ende der Tage denn das Werk vollenden? Professor, Doktor? Nein, wer denn? Die Jugend und die Laien. Und wenn wir nicht bereit sind, die Jugend, die Laien zu fördern, und sie kann es. Es gibt einen Platz für ein Fountain View College Europe. Bist du bereit mitzumachen? Der Platz ist schon da. Wisst ihr, wer fehlt? Die Leitung. Wisst ihr, wer fehlt in den Schulen? Die Lehrer. Wisst ihr, wer fehlt? Du fehlst. Sind wir bereit, dass ASI unterstützen kann? Deshalb sind wir hier. Möge der Herr uns segnen, bewegen. Möge ein Ruck durch die Reihen gehen. ASI steht für Kontinuität. ASI steht für bodenständige Glaubens- und Missionsarbeit der Adventgemeinde weltweit. Und deshalb sind wir hier. Möge der Herr dich und mich und uns bewegen, unsere Aufgabe wahrzunehmen. Danke euch. Amen. Unsere nächste Gruppe, Frank Deuringer, da wo der Wind bläst. Wo ist es? In Schwerin. Gott mit euch. Ich danke dir. Ja, wer sind wir? Maranatha Schwerin. Vielleicht haben wir noch ein paar Bilder dafür. Dann kann ich euch ein paar Worte zu uns sagen, was wir sind. Der Leuchtturm an der Spitze. Wir sind eine Gruppe von Leuten, die zusammen das Licht leuchten lassen wollen an der Küste, die wir eine Gemeinde gründen wollen dort. Und was machen wir? Wir machen Kochschule, wir machen Predigten, wir haben Gemeinschaft miteinander. Und natürlich Evangelisation. Missionsarbeit sollte immer im Vordergrund stehen. Das ist vom letzten Jahr, wo wir eine Evangelisation mit Nicola Taubert hatten und mit über 100 Gästen dort gemeinsam das Wort studieren durften. Und auch dieses Jahr haben wir zusammen mit Ronny studieren dürfen und haben dort auch viele Gäste empfangen dürfen. Was ist das Ziel? Taufe. Und so durften wir 2021 die ersten Taufen haben. Und auch letztes Jahr haben wir Taufen haben dürfen, und zwar bei ASI,
wo wir sehr dankbar dafür sind. Aber das sind alles schöne Bilder. Schöne Bilder, aber zeigen nicht das, was eigentlich wirklich in der Gruppe passiert. Von den Dingen, die dort geschehen, gibt es nämlich keine Bilder. Ich habe den David mit auf die Bühne gebracht und ihr habt ihn eben schon gesehen. David ist seit März bei uns als Missionar. Und die ganze Gemeinde ist da gewesen, um ihn aufzunehmen. Du wirst dich erinnern können, dein Umzug, da standen viele Helfer da, haben die Sachen hochgetragen. Der eine hat gesehen, da fehlen ein paar Töpfe, der nächste hat gesehen, da fehlt noch ein Schrank. Die Gemeinde ist da gewesen, gemeinschaftlich das Projekt zu unterstützen. Und wenn ein Missionar da ist, dann muss dieser Missionar auch leben können. Und es hat auch die Gemeinschaft dafür gesorgt, dass der Missionar bei uns nicht nur arbeiten muss, sondern dass er auch leben kann. Er hat eine Anstellung bekommen, wo er arbeitet, und die Gemeinde unterstützt ihn jeden Monat mit Zahlungen. Und das ist wichtig. Und das Motto heißt, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit für einen Aufruf an alle Gemeinden draußen, an alle Gruppen. Es gibt Missionsschulen, die bilden gute Missionare aus. Holt euch diese Missionare, helft ihnen, nehmt sie auf in eure Mitte, unterstützt sie. Und unsere Pioniere, wo sie in den Dienst gegangen sind, das waren keine alten Leute mit grauen Haaren. Das waren junge Leute gewesen. Sie waren teilweise unter 20 oder ganz knapp darüber. Und sie haben ein ganz wertvolles Werk gemacht. Und ich ermutige euch, holt euch junge Leute in die Gemeinden. Wir wollen doch wieder Licht, wir wollen doch wieder Reformation haben. Lasst die jungen Leute wieder arbeiten. Gebt ihnen eine Mission, gebt ihnen einen Platz in eurer Mitte. Und wenn ihr sagt, ich bin nur ein Einzelner und ich kann doch nicht einen Missionar alleine versorgen, dann unterstützt Gruppen, die Missionare haben oder die den Wunsch haben, einen Missionar aufzunehmen. Denn die jungen Leute müssen das Werk in der Gemeinde wieder voranbringen. Und jetzt sagst du, David, was machst du bei uns? Die Bibel sagt in Prediger 12, Vers 1, gedenke an den Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Und wir sehen hier viele junge Leute und ich möchte euch dazu ermutigen, ruft nicht einfach nur ins Leere, sondern folgt dem Ruf, den Gott euch gegeben hat. Und es gibt wunderbare Möglichkeiten. Wir hier in Schwerin haben uns zur Aufgabe gemacht, die Wahrheit hochzuhalten, so wie Lia damals auf dem Karmel stand. Hier hatten wir uns mit dem Thema der Homosexualität beschäftigt. Wir hatten einen Ehemaligen aus dieser Szene herangeholt, hat mit ihm ein Interview geführt und über seine Erfahrungen berichtet. Wir gehen auch raus auf die Straßen, so wie viele es machen, so wie auch die Gruppe in Mitteldeutschland das macht, um den Menschen das zu bringen, was sie brauchen. Darüber hinaus hat Gott auch mein persönliches Gebet gehört, dass ich noch mehr in der Gesundheitsarbeit lernen kann. Und als ich nach Schwerin kam zu Döringers, wusste ich nicht, dass sie die Möglichkeit haben und sie wussten nicht, dass ich dafür gebetet hatte. Aber Gott hat die Wege wunderbar zusammengeführt und wie ich vorhin sagte, wenn die Menschen unter dir sind und du Zeit mit ihnen hast, können sie nicht so schnell wegrennen. Und wenn man dafür betet, wird Gott wunderbare Möglichkeiten öffnen. Wir haben die Möglichkeit, ihnen beizubringen, was die 8 Ärzte wirklich bedeuten, dass es mehr ist, wie ein Glas Wasser trinken und eine Karotte essen. Dass alles zusammen die Vollständigkeit macht und den Menschen zu helfen, nicht nur körperlich, sondern auch geistig wieder auf vollen Kurs zu kommen. Und darüber kommen wir auch schon zum Schluss von dem, was unsere Aufgabe ist. Aber es lohnt sich. Und das Schöne ist, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, und das haben wir dort in Schwerin erfahren. Jesus sagt, an der Liebe untereinander werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und es ist so schön, zusammenzuwachsen, charakterlich sich zu schleifen und miteinander zu beten. Und wenn man dieses Privileg einmal genossen hat, kann man sagen, Herr, ich danke dir und ich möchte weiter diesen Weg gehen bis in den Himmel. Maranatha. Der junge Mann, der da gerade da war, vor 3 Wochen war er in Israel. Habt ihr im Internet gesehen, wo so die Raketen über ihn da geflogen sind? Das ist Glauben, das ist Leben. Das vergisst das Leben lang nicht mehr. Gott mit dir in der Lebensschule. Live aus Israel, weil das andere gesehen im Internet. Unsere Projekte können nur stehen, wenn wir bereit sind, sie zu unterstützen. Und wenn ihr da so auf viel Papier gesessen seid, dann ist ein Kuvert dabei, mal öffnen. Und wir wollen einen Aufruf machen, um die Projekte zu unterstützen. Und wer jetzt nicht gerade Bares ist Wahres in der Hand hat, gibt es hier auch eine
Spendenformular. Und ihr wisst ja, gemeinsam können wir es nur schaffen. Und wir haben 92.000 Euro. Die Helfer werden nochmal, wer immer Karte fehlt, kann er noch nehmen von den Helfern, um durchzugehen. Und ASI-Gemeinschaft, letztes Jahr haben wir es geschafft. Schaffen wir es dieses Jahr auch? Möge der Herr euch bewegen, möge der Herr euch berufen, wenn ihr nicht persönlich dabei sein könnt, wenn ihr nicht eure Zeit einsetzen könnt, aber vielleicht habt ihr Mittel, dann wisst ihr, für was es einzusetzen ist. Und ASI kann nur unterstützen, auch mit einem Spendenbeleg, wenn wir zusammen halten. Und die heutige Sammlung für diese 16 Projekte, die wir vorgestellt haben, 3 Stück, die wir jetzt gehört haben, heute Nachmittag noch weitere. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, das ich auch sehr gern mag. Vielleicht kennt ihr ein oder anderes. Und der kleine Löwe, vielleicht bist du und ich dieser kleine Löwe gerade. Heute haben wir gerade nicht zu wissen, was wir so machen. Die Jugend, die Junggebliebenen, wo es weitergeht. Aber wenn du ein kleiner Löwe bist, egal wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Kein Tier der Welt, egal ob Elefant oder Schlange oder sonst jemand, wird sich gegen wen trauen? Gegen die Löwenmama. Und so wissen wir, wer hinter uns steht. Wenn wir wissen, dass die Engel heute hinter uns stehen, dass Jesus hinter uns steht, haben wir Angst? Lass uns doch bereit sein zu dienen. Lass uns bereit sein, hier die Helfer gehen durch die Reihen. Und bitte vergesst nicht, diesen Anhang abzureißen, dass ihr wisst, wo das Geld hingehen soll. Die Kontonummer ist drauf. Und wir können auch mal ins Bild geben, die Kontonummer von ASI, dass wir hier auch wissen, wo das Geld hingeht. Und eins, die Kontinuität der letzten Jahre hat es gezeigt. Ob Ahrntal oder die Missionswerke, das Geld kam an. Und da verstehen wir im Vorstand. Das wandert nicht irgendwo hin, sondern das Geld kommt an. Und wie ihr seht, wächst auch ASI, hat mehr Aufgaben und da sind wir dabei, auch dafür zu stehen. Und wir im Vorstand machen das ehrenamtlich und sind bereit, unsere Zeit dafür einzusetzen. Bist du bereit, deine Mittel für den Herrn zu geben, dann füll diese Karte mit aus, reiß hier am Rand diesen Seitenstreifen ab oder schreib dir einfach die Kontonummer auf. Mach ein Foto davon. Und wir würden uns freuen, dass ihr bereit seid, mitzuteilen, dass wir das Sammlungsziel erreichen können. Wisst ihr, wie froh die 16 Missionswerke wären, wenn die Gelder ankommen? Und wenn es noch mehr sind, es warten sogar noch welche. Ihr könnt euch vorstellen, es gibt noch viel mehr, die einen Antrag gestellt haben. Aber Geschwister, es liegt ja an dir und an mir. Sind wir bereit zu geben oder sind wir lieber vom Name, vom Stamme Nimm? Geben ist besser als nehmen. Und mögen wir unser Herz dazu bereit machen, dass wir hier unsere Aufgabe nachkommen und die Förderprojekte 23 zu unterstützen. Vergesst nicht, den Zettel abzureißen, dass er zu Hause überweist, dass er auch funktioniert. Und indem die Helfer durch die Reihen gehen. Es ist wichtig, auch wenn wir einigem nicht einverstanden sind, umso mehr an der Ostküste der Wind bläst, umso mehr müssen die Leute, Geschwister, stehen. Und umso mehr hier in der Gemeinde Dinge da sind, mit denen vielleicht du und ich nicht ganz einverstanden bist. Egal, auf was schauen wir? Schauen wir noch gemeinschaftlich auf das Ziel hin? Wo wollen wir hin? Haben wir ein gemeinschaftliches Ziel? Hallo? Ja, wo denn? Mittagessen, okay, das schmeckt mir immer gut. Aber das ist nicht gemeint, sondern was? Gibt es noch die neue Erde für uns? Ist das noch ein Ruck, ein Wert dazu, bereit zu sein, unseres zu geben, dabei zu sein, unsere Zeit, unser Wissen, unsere Mittel einzusetzen? Es gibt so viele Projekte, sprecht es uns an. Es liegt an uns, an jedem Einzelnen, dabei zu sein. Ob es die Straßenmission ist, ob L'Espérance in Ruanda vorgestellt worden ist, ein Kinderdorf seit 86, eine Schule in Äthiopien mit über 1000 Kindern. Wahnsinn, Verantwortung dafür zu tragen. Aber der Herr führt es. Immer dieses Bild, wenn du nicht mehr weiter weißt, wer steht hinter uns? Jesus. So wie bei dem Löwenbaby ganz unbedarft die Mama dahinter stand und jeder weiß, oha,
jetzt müssen wir aufpassen, wenn die Mama da steht. Und wenn jeder von uns draußen weiß, egal, wenn wir Bücher verteilen, wenn wir Missionsarbeit machen, wenn Tür zu Tür gehen, wenn man für jemanden betet, wenn gar nichts mehr geht, dann bete. Sei die betende Seele deiner Gemeinde. Jeder hat eine Aufgabe. Eine Gemeinde ohne Gebet kann nicht funktionieren. Und so sind wir doch dabei, miteinander voranzugehen, miteinander für den Herrn uns einzusetzen, dass das Werk vollbracht wird. Und denkt dran, am Ende wird die Jugend und die Laien das Werk vollenden. Wollen wir dabei sein? So seid ihr bereit. Ihr könnt auch danach noch am Infostand etwas abgeben, wenn ihr bewegt seid. Und wir werden dann euch das Ergebnis mitteilen, zu gegebener Zeit, wenn es hier noch geht. Aber Gott mit unseren Aufgaben. Und was bringt all das, wenn das Gebet nicht wäre? Und Manfred Graser, bitte nach vorne zu kommen, dass wir gemeinschaftlich uns weihen, Geschwister. Und bereit sind, alles, was wir sind, gehört dem Herrn. Gott mit uns. Amen. Wenn wir soweit sind beim Sammeln, dann bitte ich die Helfer nach vorne zu kommen, um das, was da drin steht, zu weihen. Eure Zusagen, auch im Internet, im Livestream. Geschwister, ihr habt die Kontoverbindung. Für was geben wir oft Geld aus? Und wenn ihr soweit seid, kommt nach vorne, dass wir dann für die Gaben danken. Es dauert noch. Dann sind wir bereit, ein Missionswerk. Wie schön ist es zu sehen, unsere Missionswerke draußen, die Stände, könnt ihr euch danach und heute Abend auch anschauen. Und im Livestream bitte in unserem Tagungsheft zu sehen, was wir alles unterstützen. Und wie gesagt, wem interessiert, das Geld der letzten Jahre kam an. Amen. Da weicht nichts, sondern dafür stehen wir. Und die Ausgaben geringfügig, aber es gibt kaum eine Organisation, die so wenig Allgemeinkosten hat wie ASI. Und dafür stehen wir. Unsere Zeit, unsere Autos, unsere Mittel zusammenzustehen und zu unterstützen. Und wenn wir gemeinschaftlich vorangehen, Geschwister, die Engel freuen sich. Und habt keine Angst. Und Bilder sind oft mehr als viele Worte. Das Bild von der Löwin vergesst nicht. Wenn wir nach Hause gehen und Angst haben, wenn wir Stress haben und hat jeder irgendwas zu tragen, dann wissen wir, wer steht hinter uns. Und heute besonders, wenn ihr das Becken vorne seht, alle herzlich eingeladen, dabei zu sein. Was für ein Lobpreis in den Himmeln. Und wie wichtig ist es, zu wissen, wo wir hingehört. Ein Halt zu haben in der heutigen Zeit. ASI, auch wenn es noch so wild zugeht, ist ein Halt für uns Geschwister. Sprecht uns an. Und von der Generalkonferenz seit 1947 begonnen. Und wie schön ist es, eine Heimat zu haben. Und wenn du dich manchmal so verlassen fühlst, wenn du manchmal Stress hast, macht nichts. Dann wisst ihr, ASI ist da. Danke für die Helfer. Und möge der Herr es führen, dass das, was da drin ist, so wie die letzten Jahre, die Missionswerke unterstützen und uns helfen. Dann lasst uns, wenn es möglich ist, in alter Sitte niederknien und zum Herrn gehen. Bitte. Unser lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass du uns aufs Herz gelegt hast, was wir geben sollen, opfern sollen für dein Werk. Herr, das Sammlungsziel, das hier angegeben war mit 92.000, ist eigentlich nur ein Teil dessen, was die Projekte wirklich an finanziellen Mitteln benötigen. Herr, hab Dank, dass du unsere Herzen aufgemacht hast. Hab Dank,
dass du auch bereit bist, diese Mittel zu segnen, zu vervielfältigen, sodass dein Werk vorangetrieben wird von denen, die ihr Herz dir geweiht haben und, ja, und ihr Leben in deinen Dienst stellen. Herr, hab Dank, dass du den Himmel auftust und Segen herabschüttest, die Fülle, und dass du uns zu Werkzeugen in deiner Hand machst, dass dein Werk vollendet wird und du doch bald wiederkommen kannst. Herr, wir wollen heim. Herr, ich danke dir aber auch, dass wir hier in Nürnberg auf eine Realschule hoffen. Aber auch dafür sind 500.000 Euro jetzt erstmal nötig. Du weißt, wo das Geld ist. Du kannst die Herzen bewegen, dass auch diese Realschule Realität werden kann, damit die Kinder weitergeführt werden auf der Basis deiner Botschaft, die du uns gegeben hast. Und so danke ich dir für die offenen Herzen und die offenen Hände, die jetzt Gaben gegeben haben, um dein Werk zu unterstützen und dass du uns auch heute an diesem Sabbat ganz besonders segnen möchtest. Im Namen Jesu danke ich dir. Amen. Ich bin ja gespannt, ob uns jemand anspricht für Realschule, für Lehrer, für Lehrerausbildung, ob jemand sich berührt gefühlt hat, um das Werk zu unterstützen. Sprecht uns an. Danke euch. Liebe ASI-Gemeinde, wir sind zur Predigtstunde gekommen und ich darf euch bitten, dass ihr euch zu einem stillen Gebet erhebt, während wir zusammen niederknien. Liebe ASI-Gemeinde, wir wollen gemeinsam die Predigt eröffnen mit dem Lied Nummer 16, Gott ist gegenwärtig. Es wird gleich angezeigt oder in eurem Programm ist es auch zu lesen. Nummer 16.
Lasst uns gemeinsam niederknien. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir sehr dankbar dafür, für die vielen Missionswerke, für die Erfahrungen, die wir hier hören dürfen. Und Herr, wir möchten dich jetzt besonders bitten, wir danken dir dafür, dass der Eugen heute unter uns ist. Herr, wir bitten dich, stärke du ihm in seinem Dienst. Gib ihm jeden Tag die Kraft und die Liebe und das Rückgrat, das er braucht. Wir möchten dich jetzt besonders einladen und Herr, ich bitte dich darum, dass dein Wort heute nicht leer zu dir zurückkommt. Herr, möge dein Wort jetzt bewirken, dass Plätze, die noch offen sind, seien es Lehrer an unseren Schulen oder Missionare im In- und Ausland, dass die Reihen gefüllt werden können. Möge dein Wort heute bewirken, dass Menschen innerhalb deines Volkes, die sich entfernt haben von dir, von deiner Wahrheit, dass sie wieder umkehren. Und wir bitten dich darum, dass dein Wort, das du heute durch Eugen sprichst, auch bewirken möge in unserem Leben und im Leben von vielen anderen in deinem Volk, dass sich dein Wort und die Worte des Geistes der Weissagung ohne Abstriche in unserem Leben auswirken können. Wir danken dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Bevor wir ein wunderbares Musikstück hören und ich darf den Chor von der Gemeinde Marienberg unter der Leitung von Octavian Weber schon mal bitten, nach vorne zu kommen, begrüße ich ganz herzlich bei ASI Eugen Hartwig. Er ist vielen bekannt, verheiratet, hat drei Kinder und wir freuen uns, dass du hier bist, Präsident in Baden-Württemberg der Freikirche des Siebenten Tags Adventisten. Herzlich willkommen, Eugen. Wir sind schon gespannt auf dein Thema, auf das Predigtthema, der letzte Weltkrieg und der einzige Ausweg. Spannend, spannend. Und zur Predigtbeginn liest uns Daniela Gummelt den Text zur Predigt. Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen.
Einen wunderschönen Sabbat. Gesegneten Sabbat. Ich möchte mit einem Bibeltext beginnen. Psalm 133, da heißt es: Wie fein und lieblich ist es, wenn die Adventgemeinde und Asi einträchtig beieinander wohnen. Freut mich, dass ihr Amen sagen könnt. Es heißt ja, so sagt uns Ellen White, je näher wir zu Christus kommen, desto näher kommen wir zueinander, oder? Christus ist aber nicht nur ein, wie man es manchmal so vermitteln möchte, einfach nur ein Kuscheltier, den man umarmen kann, sondern Christus hat auch etwas zu sagen. Und wenn wir näher zu Christus kommen wollen, dann wollen wir auch näher zu seinem Wort kommen, oder?
Viele Probleme und Debatten, die wir heute in der Gemeinde führen, könnten damit gelöst werden. Ich habe eine gute Nachricht für euch, aber auch eine schlechte. Ich fange mal mit der schlechten Nachricht an. Es gibt einen letzten Weltkrieg. Seid ihr darauf vorbereitet? Und jetzt kommt die gute Nachricht. Jetzt kommt sie. Es gibt einen Ausweg. Wahrscheinlich denken dann die meisten, vielleicht so ähnlich wie der Ministerpräsident aus Ungarn, der Dritte Weltkrieg könnte an unsere Tür klopfen. Dabei bezieht er sich auf den Krieg, der gerade in der Ukraine tobt. Somit wäre für manche die logische Schlussfolgerung, der Ausweg, das sieht dann wahrscheinlich so aus: Wir versuchen uns von diesem Konflikt so weit wie möglich zu entfernen, dann sind wir sicher. Nein, ganz falsch. Der Dritte Weltkrieg, das ist eher der Konflikt zwischen Taiwan und China, der die ganze Welt in die Krise stürzen wird. Auf den müssen wir unseren Fokus legen, so wird es uns vermittelt. Und wäre da nicht die logische Schlussfolgerung, um diesen Konflikt zu entgehen, müsste man nur weit genug von China und Taiwan sein, dann sind wir sicher. Was ist, wenn der Dritte Weltkrieg gar nicht von Russland und Ukraine oder von China und Taiwan ausgeht? Was ist, wenn Elon Musk Recht haben wird? Er sagt, und vielleicht denken so einige, der Dritte Weltkrieg könnte aus dem Konflikt im Nahen Osten entstehen. Wäre dann hier nicht auch logisch die Schlussfolgerung? Wir schauen, dass wir nur weit genug vom Nahen Osten weg sind, dann sind wir sicher. Ihr Lieben, die schlechte Nachricht, wir sind schon im letzten Weltkrieg. Und wir sind gerade dabei, uns auf den Höhepunkt hin zu bewegen. Und dieser letzte Weltkrieg, der wird in Daniel Kapitel 11, Vers 40 beschrieben. Daniel Kapitel 11, ab Vers 40. Und da heißt es: Zur Zeit des Endes aber wird sich der König des Südens mit dem König des Nordens messen und der König des Nordens wird mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen gegen ihn anstürmen und wird in die Länder einfallen und sie überschwemmen und überfluten. In den letzten Jahren habe ich mir intensiv Gedanken gemacht über diesen Text. Es gab nämlich eine Passage, die ich bei Ellen White gefunden habe, die hat mir irgendwie keine Ruhe gegeben. Da wird dieser Konflikt beschrieben und ich werde später nochmal darauf eingehen. Und gleichzeitig sagt Ellen White auch, es wird etwas geschehen in der christlichen Welt, das die Christenheit verändern wird. Also irgendein Ereignis. Und ich habe mir so immer die Frage gestellt, was wird das sein? Sie sagt in dem Brief 12 von 1886, bisher wurde unsere Gemeinschaft als viel zu unbedeutend angesehen, um beachtet zu werden. Aber das wird nicht so bleiben. Die christliche Welt wird sich so stark verändern, dass Menschen, die Gottes Gebote ernst nehmen, zwangsläufig auffallen. Schließlich wird man auch von gesetzgebender Seite gegen Gottes Volk vorgehen. Dann wird sich jeder Einzelne zu bewähren haben. Also diese Veränderung in der christlichen Welt, die hat irgendwie meine Aufmerksamkeit ergriffen und ich habe mir gedacht, was wird das sein? Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, das ist so der eine Fokus, es gibt aber noch einen ganz anderen Fokus.
Und vielleicht erleben wir das auch in der aktuellen Debatte. Wenn das Ende naht, schreibt sie in Christus kommt bald, wird das Bekenntnis der Gläubigen entschiedener und kraftvoller werden. Also auf der anderen Seite der Konflikt zwischen dem Nordkönig und dem Südkönig, das wird irgendwie dazu führen, oder im Vorfeld schon, dass die Christenheit, die Welt sich verändern wird und gleichzeitig wird es eine Veränderung in Gottes Gemeinde, in Gottes Endzeitgemeinde bewirken. Aber um das Ganze zu verstehen, wie das passieren wird, wieso das passieren wird, kommen wir nicht drum herum, einen Blick in den ersten Krieg zu werfen. Erst wenn wir die Elemente aus dem ersten Krieg, der im Himmel begonnen hat, verstehen, können wir sehen, wie sich das hier auf der Erde fortführt. In Offenbarung 12, Vers 7, sicherlich ein Text, den ihr schon oft gehört habt, gelesen habt, und doch ist es wichtig, sich das noch einmal vor Augen zu führen. Und da heißt es, und es entbrannte ein Kampf im Himmel, Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache kämpfte und seine Engel. Die Bibel beschreibt also eine Auseinandersetzung zwischen Gott und Luzifer, zwischen Michael, ein Name, eine Bezeichnung für Jesus Christus, der gegen Luzifer, gegen Satan kämpft. Und zu dieser Zeit mussten auch die Engel dort vor Ort sich entscheiden. Ein Ereignis, eine Aussage, eine Beschreibung hat dazu geführt, dass die Engel sich verändert haben, dass das Denken und Handeln der Engel verändert worden ist und dazu geführt haben, dass sie sich entschieden haben. Auf der einen Seite diejenigen, die den Aussagen von Luzifer gefolgt sind und auf der anderen Seite die den Aussagen Gottes gefolgt sind. Und dabei standen zwei wichtige Elemente im Fokus. Auf der einen Seite ging es um Freiheit. Freiheit. 2. Korinther 3, Vers 17. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also die Bibel sagt, die wirkliche Freiheit kommt von Gott. Merken wir, dass in den letzten Jahren das Wort Freiheit sehr oft benutzt worden ist? Die Kriege, wir kämpfen dort für die Freiheit. Wir schicken Panzer, wir schicken Waffen für die Freiheit. Wir lassen uns impfen für die Freiheit. Es ist immer die Freiheit, die genannt wird. In dem Buch Die Engel von Ellen G. White heißt das auf Seite 34, Luzifer versprach ihnen eine neue und bessere Regierung, als sie bisher hatten, in der die große Freiheit herrschen sollte. Es geht um Freiheit. Aber es ist nicht nur Freiheit als Slogan, sondern da ist auch noch ein Inhalt dahinter. Das muss ja mit irgendwas verbunden werden. Ja, was ist denn Freiheit? Und das auf den Punkt gebracht, in dem gleichen Buch, Die Engel, schreibt Ellen G. White auf Seite 4, heißt es dort auf Seite 34, Luzifer strebte danach, Gottes Gesetz abzuschaffen. Er behauptete, dass die nicht in Sünde gefallenen himmlischen Wesen kein Gesetz nötig hätten, sondern fähig wären, sich selbst zu regieren und treu zu bleiben. Also Freiheit bedeutet kein Gesetz. Kein Gesetz Gottes. In Wirklichkeit kommt eigentlich nur ein anderes Gesetz an diese Stelle. Jesus beschreibt das so in Johannes 8, Vers 44, welches Gesetz dann den Platz einnahm, nachdem Luzifer versucht hat, das Gesetz Gottes zu beseitigen. Und das ist das Gesetz des Todes und der Lügen. Johannes 8, Vers 44, Jesus sagt da, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit,
denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Der Vater der Lüge. Deshalb das, was im Himmel begonnen hat, das, was im Himmel begann, geht heute auf der Erde weiter. Keine Frage. Es ist schlimm, was in der Ukraine passiert. Es ist wirklich schlimm. Und Gott bewahre uns vor einem weiteren Konflikt zwischen China und Taiwan. Und es ist furchtbar, was im Nahen Osten passiert. Furchtbar. Aber um das zu verstehen, dass der wirkliche letzte Kampf schon begonnen hat, ich komme gleich dazu, muss uns deutlich werden, dass die Bibel sagt, dass der Drache hinausgeworfen worden ist, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Das, was dort also begann, geht hier weiter und wir sind jetzt im letzten Weltkrieg. Im letzten Weltkrieg. Wann hat er begonnen? Daniel 11, Vers 40 sagt, zur Zeit des Endes, zur Zeit des Endes. Aber wird sich der König des Südens hier mit dem König des Nordens messen und der König des Nordens wird mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen gegen ihn anstürmen und wird in die Länder einfallen und sie überschwemmen und überfluten. Die Bibel beschreibt also, dass zur Zeit des Endes, und ich gehe mal davon aus, dass ihr als fleißige Bibelforscher die Zeit des Endes identifizieren könnt. Es ist die Zeit 1798. Und wenn es noch nicht möglich ist, dann ermutige ich euch, Zeit zu nehmen und dieses Thema zu studieren. Und in dieser Zeit gibt es also eine Auseinandersetzung. In dieser Zeit messt sich und fordert der König des Südens den König des Nordens heraus. Wer ist denn der König des Nordens und der König des Südens? Der König des Nordens, im Alten Testament oft ein Bezug oder ein Begriff für das babylonische Weltreich, hat im Alten Testament immer die Bedeutung und den Bezug, dass diese Macht, diese Entität einen sehr starken religiösen Bezug hat, aber noch etwas erreichen möchte. Sie möchte sich an die Stelle Gottes setzen. Das wird ganz besonders deutlich in dem Kapitel Daniel Kapitel 2 und Daniel Kapitel 3. Auf der einen Seite das Standbild, Gott zeigt auf, wie die Weltreiche ablaufen werden. Und später möchte, dass der König des Nordens die Stelle Gottes einnehmen. Nein, nicht Jesus Christus wird die Erde erfüllen, sondern ich möchte ewig bleiben, ich möchte regieren. Der König des Nordens, ein Bezug zu Babylon, zum alttestamentlichen Babylon. Während der König des Südens, auch geografisch, ausgehend von Israel damals, das Ägypten darstellt. Und welche Aussage macht es besser deutlich, für was der König des Südens steht? In 2. Mose 5, Vers 2, der Pharao antwortete, wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen müsse und Israel ziehen lasse? Ich weiß nichts von dem Herrn. Auf der einen Seite die Gottesleugnung und auf der anderen Seite die Leugnung des Wortes Gottes. Während der König des Nordens sehr wohl einen Bezug zu Gott haben möchte und sich an seine Stelle setzt, interessiert den König des Südens Gott und sein Gesetz und sein Wort überhaupt nicht. Dieser Bezug aus dem Alten Testament, der findet sich auch im Neuen Testament wieder. Besonders in der endzeitlichen Auseinandersetzung wird uns deutlich, dass Israel im Neuen Testament als Nation keine Bedeutung mehr spielt, sondern
das geistliche Israel. Die, die nicht äußerlich beschnitten sind, sondern am Herzen. Die, die sich zum Wort Gottes, die sich für das Wort Gottes entschieden haben, die sich entschieden haben, Jesus Christus anzunehmen und sein Wort und sein Gesetz. Der König des Nordens ist auch nicht mehr irgendwo im Irak zu suchen, sondern global, genauso wie das geistliche Israel global zu suchen ist. Und der Bezug zu Babylon im Neuen Testament finden wir gut erklärt in Offenbarung 16, Vers 19 oder Offenbarung 16, Vers 13 bis 14, wo uns deutlich wird, dass Babylon, das endzeitliche Babylon, aus drei Entitäten besteht, aus drei Teilen, aus dem Spiritismus, also dem Drachen, dem Tier und dem falschen Propheten. Und es soll jetzt auch keine Bibelstunde über diese Thematik werden. Ich gehe einfach davon aus, das ist bekannt. Oder wenn nicht, ist es jetzt die Zeit, das zu studieren. Das endzeitliche Babylon, das sich etabliert, das wächst und sich vorbereitet auf die letzte Auseinandersetzung. Aber es gibt auch den König des Südens, der erwähnt wird, auch ein Tier, das uns in Offenbarung 11, Vers 7 bis 8 vorgestellt wird. Und da heißt es, das ganze Kapitel, wenn ihr wirklich das gut studieren wollt, dann empfehle ich euch das Kapitel über die Französische Revolution in dem Buch Vom Schatten zum Licht. Offenbarung 11, Vers 7 bis 8, da heißt es, und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, die zwei Zeugen, Symbol für das Alte und Neue Testament, so wird das Tier aus dem Abgrund, nicht zu verwechseln mit dem Tier aus dem Meer, sondern das Tier aus dem Abgrund, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Und ihre Leichname werden liegen auf der Straße der großen Stadt, die da heißt geistlich Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Also es muss deutlich werden, wir befinden uns 1798 in dieser Zeit, die Zeit des Endes. Vorher hat das kleine Horn regiert. Und jetzt steigt dieses Tier aus dem Abgrund auf, beseitigt das kleine Horn, nimmt die Macht, reißt sie an sich. Und ab dieser Zeit beginnt der letzte Weltkrieg, so sagt es uns die Bibel, eine Auseinandersetzung zwischen dem König des Südens, zwischen dieser atheistischen, gottlosen Macht und dem König des Nordens, das eine Wunde erhalten hat, aber anfängt wieder zu erstarken und Partner bekommt, eine unheilige Dreieinigkeit. Jetzt ist es an der Zeit, die Elemente vor 1798 gut zu verstehen, denn die Dinge werden sich wiederholen. Der Geist der Französischen Revolution wird wieder erstarken. Wie waren denn die Zustände vor dem letzten Krieg? Es war die Epoche des kleinen Horns, es ist die Zeitepoche der Kirche. Die Kirche definierte in dieser Zeit, also nicht dieses Buch, sondern die Kirche definierte, was Wahrheit ist. Ja, es gibt eine Wahrheit und es gibt nur eine Wahrheit. Und wer definiert sie? Die Kirche definiert sie. Die Kirche sagt, auf der wissenschaftlichen, politischen und auf der religiösen Ebene, was Wahrheit ist. Und wehe dir, du glaubst das anders. Wehe dir. In dieser Zeit ist ein schrecklicher Krieg ausgebrochen. Der 30-jährige Krieg, der von 1618 bis 1648 tobte. 30 Jahre. Eine Frage, wer unter euch ist 30 plus minus? Also, ihr Lieben, solange ihr lebt, habt ihr nichts anderes gesehen, dass auf der einen Seite Katholiken und auf der anderen Seite die Protestanten sich bekämpfen
und sich umbringen. Das macht was mit der Gesellschaft, oder? Die einen sagen, wir haben die Wahrheit, weil das ist die Tradition. Und die anderen sagen, wir haben die Wahrheit, denn wir haben die Bibel. Und sie kämpfen und kämpfen und kämpfen. Und in dieser Zeit werden einige Menschen müde von dieser Seite und von dieser Seite. Und sie schauen sich das an und denken, die sagen, die haben die Wahrheit und beziehen sich auf die Tradition. Und die sagen, die haben die Wahrheit und beziehen sich auf die Bibel. Aber schaut euch mal das Ergebnis an. Das Ergebnis ist, sie schlagen sich die Köpfe ein. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Und so kommen dann die großen Philosophen und sagen etwas, was ich im Deutschunterricht immer und immer wieder vortragen musste. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Was bedeutet das ganz praktisch? Wer von euch orientiert sich gerade oder sein Leben orientiert sein Leben am Wort Gottes? Darf ich kurz eure Hände sehen? Wäre ich jetzt so ein Philosoph, oder ich nehme jetzt Immanuel Kant als Bezugspunkt, dann würde ich sagen, schaut mal, wie unmündig ihr seid. Ihr braucht ein Buch, um Entscheidungen zu treffen. Und das ist das ganze Problem, was wir hier gerade gesehen haben. Die einen glauben das, was die Kirche sagt, die anderen glauben das, was die Bibel sagt. Schaut mal, was das Ergebnis ist. Das sind unmündige Kinder. Und Aufklärung, den Verstand endlich mal zu benutzen, bedeutet hier aussteigen und von hier aussteigen und mündig zu werden und zu sagen, das brauche ich nicht und das brauche ich nicht. Ich benutze meinen Verstand. Ich benutze meinen Verstand, denn ich sehe, was hier gerade passiert. Und auch Voltaire hat es gerade gesehen, in dieser Zeit gesehen und hat von sich aus dann gesagt, zermalmt das, was hier quasi passiert, zermalmt das Infame, zerbröselt das Niederträchtige. Er hat sich die Kirche angeschaut, die Korruption, die politischen Verflechtungen und auch den moralischen Verfall. Aber was hat er dann noch gemacht? Hat er nur das verworfen? Nein, er hat noch mehr verworfen. In dem Buch vom Schatten zum Licht heißt es Rom, auf Seite 257, Rom hatte den Charakter Gottes falsch dargestellt und die göttlichen Forderungen verdreht. Und was ist das Ergebnis? Nun verwarfen die Menschen die Bibel samt ihrem Urheber. Die römische Kirche verlangte blinden Glauben an ihre Dogmen, die angeblich biblisch waren. Als Reaktion darauf verwarfen Voltaire und seine Anhänger die biblischen Lehren völlig und verbreiteten überall das Gift des Unglaubens. Wer ist der Gott, dass ich ihm gehorchen muss? Das Pendel schwingt immer von einem Extrem ins andere. Das kleine Horn hat Gottes Charakter entstellt und die Menschen lassen das Pendel wieder in das andere Extrem schwingen. Genau das ist das, was wir in dem Buch auf Seite 250 dann lesen. Als die Zeit der Aufklärung oder die Französische Revolution dann sozusagen noch kam, so wird das Tier, schreibt sie, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen, also mit dem Wort Gottes, mit den zwei Zeugen, und wird sie überwinden und wird sie töten. Die atheistische Macht, die Frankreich während der Revolution und der folgenden Schreckenherrschaft regierte, hat gegen Gott und sein heiliges Wort einen Krieg geführt, wie ihn die Welt noch nie erlebt hatte. Und als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe und das Buch vom Schatten zum Licht gelesen habe, ich sage es euch, mir kam so eine Erkenntnis, obwohl ich das schon öfters gelesen habe und es nochmal deutlicher, Klammer auf, sind wir nicht dankbar für das Buch vom Schatten zum Licht?
Nochmal Klammer auf. Manche meinen, wir sollten es nicht drucken, um die Umwelt zu schonen. Ihr Lieben, lasst uns umso mehr das Buch vom Schatten zum Licht drucken und verbreiten, oder? Schaut mal, was sie schreibt. Also diese Aussage hier machte mir einfach deutlich, wie perfide der Teufel vorgeht. Die französische Nationalversammlung schaffte die Anbetung Gottes ab. Bibeln wurden eingesammelt und mit allergrößter Verachtung verbrannt. Das Gesetz Gottes wurde mit Füßen getreten und Institutionen zur Förderung der Bibel abgeschafft. Der wöchentliche Ruhetag wurde aufgehoben und stattdessen wurde jeder 10. Tag der Zecherei und Gotteslästerung gewidmet. Taufe und Abendmahl wurden verboten und über Gräbern gut sichtbar Inschriften angebracht, die den Tod als ewigen Schlaf bezeichneten. Von einem Extrem zum anderen. Als ich das gelesen habe, habe ich das gesehen. Ist ja unglaublich. Das kleine Horn im Vorfeld hat genau das Gleiche gemacht in Bezug auf diese rot markierten Begriffe, oder? Schaut euch das mal an. Die französische Nationalversammlung schaffte die Anbetung Gottes ab. Hat das kleine Horn im Vorfeld die Anbetung Gottes abgeschafft? Es hat sie ersetzt. Es hat sich selbst in den Mittelpunkt gestellt. Aber der Angriff war der gleiche. Hier hat er sich in den Mittelpunkt gestellt, die Anbetung Gottes. Hier schafft er sie ab. Hier sagt das kleine Horn, die Bibeln dürfen die Laien nicht haben, nur die Priester, nur die Gebildeten, nur der Klerus. Hier werden sie verbrannt. Hier wird das Gesetz verändert. Das zweite Gebot, das vierte Gebot. Hier wird das Gesetz abgeschafft. Die Missionsverbreitung wird als Inquisition verstanden. Und willst du nicht mein Bruder sein, so haue ich dir den Schädel ein. Hier wird es ganz eingeschränkt. Der wöchentliche Ruhetag ist hier verändert. Und hier auch abgeschafft und verändert. Taufe ist hier verdreht beim kleinen Horn. Die Babytaufe, hier wird sie abgeschafft. Das Abendmahl, die Eucharistie, ist eine Wiederkreuzigung Christi. Hier ist es abgeschafft. Hier ist die Lehre des über den Tod verdreht, indem etwas über die Unsterblichkeit der Seele gelehrt wird. Hier wird der Tod als hoffnungslos dargestellt. Es sind immer die gleichen Elemente, die der Teufel angreift, oder? Und es ist immer das Gleiche. Von einem Pendel, von einem Extrem ins andere. Von einem Extrem ins andere. Aber es gibt einen großen Unterschied. Und ich glaube, dass wir darauf jetzt gut achten sollten, denn aktuell sind wir dabei, dass der König des Südens sich mit dem König des Nordens messt und ihn herausfordert und ihn provoziert. Aber was ist das? Auf der Seite 247 schreibt sie, Frankreich zeigte auch die Merkmale, die für Sodom besonders charakteristisch waren. Während der Revolution hatte die Moral im Land einen Tiefstand erreicht, der jenem glich, der die Zerstörung der Städte der Jordanebene auslöste. Ein Historiker beschreibt den Atheismus und die Unzucht. Den Atheismus und die Unzucht. Und ich glaube, dass aktuell nicht mehr so klar ist, was Unzucht ist. Die Bibel beschreibt Unzucht, und das ist das übrigens, was unsere weltweite Freikirche auch lehrt. Es hat sich da nichts verändert. Unzucht, was unter anderem Promiskuität, also wechselnde Partner, homosexuelle Aktivitäten, Inzest, Sodomie bzw. Geschlechtsverkehr mit den Tieren einschließt, oder anders ausgedrückt, Unzucht ist alles, was außerhalb der Ehe zwischen
einem Mann und einer Frau stattfindet. Das ist die Definition von Unzucht in der Bibel. Interessant ist also, dass der König des Südens besonders Atheismus, aber vor allem auch Unzucht in den Fokus stellt und hier provoziert. Kommt man ihn, so heißt es hier auf Seite 260 in dem Buch vom Schatten zum Licht, kommt man ihm, also dem Teufel, seiner Verkleidung auf die Schliche, was sagt er dann? Oh, ihr habt mich erwischt? Nein, er wechselt die Maske. Hier das kleine Horn, jetzt bin ich aufgefallen, weil ich es übertrieben habe auf die eine Seite. Dann wechsle ich hier, jetzt bin ich das Tier aus dem Abgrund. Die Punkte sind die gleichen, oder? Haben wir gesehen? Sind die gleichen. Und wieder folgt ihm eine Vielzahl genauso eifrig wie zuvor. Als man herausgefunden hatte, dass dies eine Täuschung war, Rom nachzufolgen und Satan die Menschen auf diese Weise nicht mehr zur Übertretung des göttlichen Gesetzes verführen konnte, trieb er sie dahin, die Religion als Betrug und die Bibel als Märchen zu betrachten. Und als das Volk die göttlichen Regeln abwarf, gab er sich der ungezügelten Gesetzlosigkeit hin. Zusammenfassend, von einem Extrem ins andere. Von einem Extrem ins andere. Wir sind dabei, die letzte Schwingung sozusagen jetzt mitzuerleben. Das kleine Horn wurde gestürzt, der König des Südens oder das Tier aus dem Abgrund hat übernommen. Und jetzt sind wir dabei zu erleben, dass das Pendel wieder in die andere Richtung geht. Und das wird so aussehen. Zur Zeit des Endes aber wird sich der König des Südens mit ihm messen. Wie hat er sich denn mit ihm gemessen? Da müssen wir uns die Zeitepoche des Verstandes sozusagen mal anschauen. Nachdem die Kirche abgelöst worden ist, hat die Aufklärung dafür gesorgt, dass der Verstand anfing, alles zu definieren. Die Wissenschaft, die Politik und sogar die Religion. Ja, es gibt Wahrheit in dieser Zeitepoche. Und wie viel Wahrheit gibt es? Eine Wahrheit. Und wer definiert diese Wahrheit jetzt? Ist es die Tradition, also die Kirche? Nein. Jetzt ist es die Wissenschaft, die Wahrheit definiert. Und die Wahrheit wird uns so präsentiert. Die Anbetung Gottes nicht mehr notwendig. Wir wissen, woher wir kommen. Nachdem die Wissenschaft in den Fokus genommen worden ist, war es jetzt auch Zeit, die Religion in den Fokus zu nehmen durch den König des Südens. Und wie hat er das gemacht? Es wurde die historisch-kritische Methode eingeführt, basierend auf drei Prinzipien. Früher dachte ich doch wirklich, damals im Gymnasium, im Religionsunterricht, ich nehme einfach meine Bibel und gehe zu meinem Religionslehrer. Ich werde ihm dann die Bibel aufschlagen und ihm zeigen, wo da steht, dass der Sabbat der siebte Tag ist. Wenn er das liest, wird er mich umarmen und sagen, Eugen, danke, danke. Und dann ist er und ich, sind wir dann in der gleichen Gemeinde und verkündigen dann weiter den Sabbat. Ihr vergebt meine Naivität. Damals habe ich noch nicht so viel von der historisch-kritischen Methode gewusst, dass sie auf der Kritik basiert. Das heißt, alles, was hier in der Bibel steht, muss kritisiert werden. Im Zweifelsfall immer gegen den Angeklagten. Immer. Und wer entscheidet? Wer entscheidet das? Na, der Theologe, der Pastor, der Pfarrer, der Priester. Der entscheidet, was richtig und was falsch ist. Und dann vermittelt er das dir und mir. Das Gleiche ist der zweite Punkt, die Analogie. Also das, was heute möglich ist, war auch vor 2000 Jahren möglich. Wer von euch glaubt an die Jungfrauengeburt?
Wer von euch glaubt an die Jungfrauengeburt? Habt ihr das heute gesehen? Gibt's das? Ja, wieso glaubt ihr es dann dran? Das ist die Anwendung dieses Punktes. Das, was heute möglich ist, war auch damals möglich. Was heute nicht möglich ist, war auch damals nicht möglich. Und Korrelation, Ursache und Wirkung. Wenn das Meer geteilt wird, wenn der Jordan geteilt wird und das Volk über den Jordan geht, naja, da gibt es kein Eingreifen Gottes, sondern ganz klar, irgendjemand muss den Fluss umgeleitet haben. So einfach ist das. Ursache und Wirkung. Aus dem Theologen wird ein Skeptiker. Aus dem Pastor ein ungläubiger Mensch. Und der steht dann und erzählt Geschichten, an die er selber nicht mehr glaubt. Wundert es euch dann, wenn ihr solche Nachrichten lest, zum Beispiel wie in Idea Spectrum 2009, was der Landesbischof Weber damals sagte? Fundamentalismus und Kreationismus, Klammer auf, die Lehre, dass Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen habe, wortwörtlich, wie in der Bibel beschrieben, Anmerkung der Redaktion, Klammer zu, dürfen kein Einfallstor in die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland finden. Wundert es uns dann, dass wir solche Aussagen hören? Dass die Menschen, die an den Universitäten, an den staatlichen Universitäten studiert haben, ja gar nicht mehr dran glauben, was in der Bibel steht? Das war die Zeitepoche der Vernunft. Aber wir erinnern uns, und das ist jetzt ganz wichtig, genauso wie damals, als das kleine Horn noch Macht hatte, ein Krieg, ein schrecklicher Krieg, das Denken der Menschen veränderte und diese Zeitepoche sozusagen zu einem Ende führte, beendete auch der Erste und der Zweite Weltkrieg die Zeitepoche des Verstandes. Vorher dachte man doch tatsächlich, wir werden die Welt erobern, wir werden die Zivilisation voranbringen. Am Anfang des 20. Jahrhunderts, die Menschheit war hochmotiviert, neue Bereiche zu erschließen und den Fortschritt voranzubringen. Denn der Verstand wird uns ja nach vorne bringen. Und wohin hat der Verstand die Menschheit gebracht? An den Abgrund. An den Abgrund. Tja, was macht man dann? Oder was macht Luzifer dann? Er wechselt dann einfach die Maske. Kommt man in seiner Verkleidung auf die Schliche, wechselt er die Maske und wieder folgt ihm eine Vielzahl genauso eifrig wie zuvor. Das heißt, die Zeitepoche des kleinen Horns ging zu Ende, die Zeitepoche des Verstandes ging zu Ende. Während der König des Südens herrscht, merkt der König des Südens, jetzt verliere ich hier Substanz, ich verliere die Möglichkeit, Macht auszuüben. Ich kann meinen Atheismus nicht so einfach mehr ausleben, dann wechsle ich einfach als König des Südens die Maske und führe ein, die Zeitepoche der Postmoderne, die Zeitepoche des Gefühls. Vorher definiert die Kirche, was Wahrheit ist, dann definiert der Verstand, was Wahrheit ist. Wer definiert das heute? Wer definiert das heute? Das Gefühl. Deshalb in der Zeitepoche der Postmoderne heißt es, es gibt keine absolute Wahrheit. Jeder hat seine persönliche Wahrheit und der Mensch orientiert sich deshalb an seinen Gefühlen. Denkt dran, das Ziel des Teufels ist immer, diese Punkte hier anzugreifen, die Anbetung Gottes, die Bibel, das Gesetz Gottes, die Mission, den Sabbat, die Taufe, das Abendmahl, das Verständnis von Tod und Auferstehung. Das ist das, was im Fokus steht. Aber noch ganz wichtig, es ist ihm ein großes Anliegen, auch das nicht zu vergessen. Atheismus
und Unzucht. Und die Postmoderne gibt einen guten Nährboden, das zu erreichen. Egal ob Kunst, Musik, Literatur, Medien und das gesellschaftliche Leben, die Postmoderne hat alles in Beschlag genommen. Während man früher noch nach einem Muster gemalt hat, wo alles strukturiert war, man erkennen konnte auf dem Bild, um was es geht, hat die Postmoderne einen neuen Zugang. Es wird etwas gemalt. Und dann kann jeder interpretieren, was ich wahrnehme, was du wahrnimmst. Und was ist das Kriterium? Das Gefühl. Ich fühle, da wird das und jenes beschrieben. Das ist das, was hier zum Ausdruck gebracht werden soll. Wundert es uns, dass Fountain von Marcel Duchamp, also dein Pissoir, da heißt es, Fountain von Marcel Duchamp wurde erst über die Jahrzehnte berühmt in dem Museum und machte Marcel Duchamp zum einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Die bohrende Frage bleibt, auch nach 100 Jahren, wie kann ein Pissoir Kunst sein? Das ist die Postmoderne. Hier können auch Tiere malen, buchstäblich. Es gibt berühmte Tiere, die malen. Auch die Musik hat sich in der Postmoderne verändert. Während in der Zeitepoche der Kirche oder des Verstandes der Fokus auf Substanz lag, spielt in der heutigen, in der Postmoderne, das Gefühl eine wichtige Rolle. Und ich möchte nicht falsch verstanden werden, ich habe auch Gefühle und finde das gut. Gott hat die Gefühle erschaffen. Aber Verstand und Gefühle sollten von der Heiligen Schrift geleitet werden. Gefühle sollen nicht die Heilige Schrift dominieren und Gefühle sollen auch nicht den Verstand dominieren. Aber heute kann jeder Copy and Paste machen, 10 Sekunden irgendwas machen, Copy and Paste und schon gibt es ein fertiges Musikstück. Die Medien haben sich verändert. Da heißt es, oder da wird es deutlich, dass früher es so war, dass immer klar war, das sind die Guten, das sind die Bösen. Und wer gewinnt am Ende? Immer die Guten. Heute? Nicht so sicher. Heute kann der Böse auch der Gute sein und der Gute kann auch böse werden. Es gibt keine Möglichkeit. Es ist nicht alles sicher. Und vor allem ist alles düster. Es ist düster geworden. Die Prognosen. Es ist alles schwierig geworden. Man weiß nicht, wie alles werden wird, denn wir gehen ja dem Untergang entgegen. Während früher, es war auch keine schöne Zeit, die Mission so betrieben worden ist, mit Gewalt, im Mittelalter, ist heute, steht der Dialog im Vordergrund. Du hast eine Wahrheit, teile sie mit mir und ich teile sie, meine Wahrheit mit dir und dann tauschen wir uns aus und vielleicht pickst du dir was von mir und ich picke dir was von dir. Das ist auch mit der Bibel dann möglich. Jeder pickt sich einfach was raus, was ihm gefällt. Wir machen Dialog. Und die Definition von einem Mann und einer Frau in der Postmoderne nicht möglich. Denn wenn ein Mann fühlt, dass er eine Frau ist, wer bist du, dass du ihm sagen kannst, dass seine Gefühle falsch sind? Versteht ihr? Das ist die Schlussfolgerung. Und als ich das anfing zu studieren, wurde mir klar, bisher wurde unsere Gemeinschaft als viel zu unbedeutend angesehen, um beachtet zu werden. Aber das wird nicht so bleiben. Was ist das denn, das den König des Nordens so stark herausfordern wird? Was ist es, dass die christliche Welt sich so stark verändern wird? Und beobachten wir das nicht gerade? Diese große Auseinandersetzung, die natürlich von Amerika ausgeht und die uns deutlich macht, dass die ganze Gender-Debatte dahin führt, dass die Gesellschaft so richtig gespalten wird, wie wir hier in diesem Beispiel sehen. Im März 2022 hatte William Thomas, der sich aktuell als Transschwimmerin Leah Thomas identifiziert, bei den US-College-Meisterschaften der Frauen über 500 Yards Freistil gewonnen.
Ja, was für eine Überraschung. Was für eine Überraschung. Und das hat dann dazu geführt, dass eine heftige Debatte begonnen hat zwischen den politischen Lagern. Die einen, die Demokraten, die sich dafür einsetzen und bitter kämpfen, noch weiter zu gehen. Und die anderen, die sich dafür einsetzen, die Republikaner, die in die andere Richtung ziehen und sagen, das geht gar nicht, das Leben wird zerstört. Wir merken diese Auseinandersetzung sogar in der Werbung. Die umstrittene Werbung mit der Influencerin zu sagen, das ist eigentlich ein Mann, der sich als Frau verkleidet. Und als dieser Mann dann die Bierwerbung dafür geworben hat, was ist dann passiert? Es gab einen Einbruch. Die andere Seite hat dann angefangen, dagegen zu wettern und dagegen zu kämpfen. Ich will es einfach nur deutlich machen, es geht mir nicht um das Bier. Ich glaube, ihr versteht das, oder? Es gibt eine Auseinandersetzung, die einen Höhepunkt erreicht. Die erreicht den Höhepunkt. Und die Gesellschaft auf dieser Seite, fühlt sich immer mehr zum König des Nordens hingezogen und schreit nach Befreiung von dieser Verwirrung. Oder ist das keine Verwirrung? Papi, hast du ein Baby im Bauch? Ist das keine Verwirrung für unsere Kinder? Wird das nicht dazu führen, dass der König des Nordens so richtig provoziert wird? Denn was provoziert ihn? Ellen White schreibt von Atheismus und Unzucht. Atheismus und Unzucht. Und darf ich ein Wort sagen, auch zu unserer aktuellen Situation? Wer glaubt, dass es in unserer Kirche bei dieser Diskussion über Homosexualität bleiben wird, der wird bitter enttäuscht werden. Bitter enttäuscht werden. Denn es geht um LGBTQ+. Und da werden sicherlich noch Buchstaben folgen. Das ist erst der Anfang. Wenn die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau erstmal beseitigt, wenn die Definition der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau erstmal beseitigt worden ist, dann gibt es keine weiteren Grenzen. Dann kommt der nächste Autor und bringt seine Vorschläge. Dann kommt das nächste Buch raus und bringt neue Ideen. Und so wird es immer weitergehen. Wer heute nicht zu der Ehe steht, zwischen einem Mann und einer Frau, wird sich wundern, wird ein böses Erwachen haben. Die Gesellschaft bei uns, in unserer Gesellschaft, in der westlichen Welt, diskutiert doch nicht mehr über Homosexualität, oder? Die sind schon viel weiter. Da geht es darum, dass du jedes Jahr dein Geschlecht ändern kannst. Ab 14 Jahren. Das Selbstbestimmungsgesetz. Ich habe es in meinem Telegram-Infokanal als Selbsttäuschung bezeichnet. Und wenn die Eltern nicht so mitmachen, wie das Kind möchte, kann das Kind sie auch vor dem Familiengericht verklagen. Das ist also, um was es geht. Es ist eine Auseinandersetzung, ein Hin- und Herziehen zwischen dem König des Südens und dem König des Nordens. Der König des Südens übertreibt es. Und viele sehnen sich, hoffentlich befreit uns irgendjemand davon. Und wer befreit sie? Die Bibel sagt, der König des Nordens. Und glaubt mir, für uns ist es keine Befreiung. Ellen White schreibt noch einmal, die christliche Welt wird sich so stark verändern, dass Menschen, die Gottes Gebote ernst nehmen, zwangsläufig auffallen. Wir haben das gesehen und noch einmal zur Wiederholung. Wenn der König des Südens, der gerade diese Punkte angreift, das so weit übertreibt durch Unzucht und Atheismus, wird der König des Nordens übernehmen und was wird er angreifen? Genau wieder die gleichen Punkte. Genau das Gleiche. Also verlasst euch bitte nicht auf die Republikaner. Bitte nicht.
nicht auf Politiker oder irgendeine andere Parteien in Deutschland. Die werden nicht die Lösung bringen. Kommt man in seiner Verkleidung auf die Schliche, wechselt er die Maske. Und wieder folgt ihm eine Vielzahl genauso eifrig wie zuvor. Zur Zeit des Endes aber wird sich der König des Nordens mit ihm messen. Zur Zeit des Endes aber wird sich der König des Südens mit ihm messen. Und der König des Nordens wird mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen gegen ihn anstürmen und wird in die Länder einfallen und sie überschwemmen und überfluten. In dem Buch Christus kommt bald, auf Seite 93 heißt es, und es gibt zwei Elemente, die dazu führen werden, dass Menschen danach schreien werden, das Sonntagsgesetz einzuführen. Ellen White schreibt, Menschen lassen sich von Satan zur Annahme verführen, dass die über das Land hereinbrechenden Katastrophen die Folge von CO2 sind. Nicht? Nicht? Die Folge von CO2, genau wie Zero Covid ein Fail war, genau so wird Zero, null CO2-Ausstoß genauso auch ein Fail sein. Und das werden die Menschen merken. Bei Corona hat es, wie lange, 3 Jahre gedauert? Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber auch mit CO2 wird es einen Fehl geben, weil es nicht daran liegt. Die Bibel sagt was ganz anderes, wieso es hier so schlimmer wird auf dieser Erde. Und dann, wenn CO2 nicht mehr hilft, was bringt er dann? Was bringt er dann? Dann bringt er was Neues und sagt, nee, das war doch nicht CO2, das war die Übertretung des Gesetzes Gottes. Also, her mit dem Sonntag. Versteht ihr? So einfach ist das. Gerade diese Gruppe, Seite 93 in dem gleichen Buch. Gerade diese Gruppe erhebt die Behauptung, dass die schnell überhandnehmenden Verderbnis größtenteils der Entheiligung des sogenannten christlichen Sabbat zuzuschreiben sei und dass diese strikte Durchführung der Sonntagsfeier die Sitten des Volkes um vieles bessern würde. Also, die Sitten. Wo sind die Sitten im Angriff gewesen? Wo wurden sie angegriffen? Im Atheismus und in der Unzucht. Und jetzt heißt es, wir müssen was verändern. Wer kann uns retten? Der König des Nordens. Aber der König des Nordens wird nicht retten können. Er wird nicht retten können. Denn in dieser Zeit wird das Adventvolk, so hoffe ich, am liebsten schon früher, begriffen haben, verstanden haben, erkannt haben, dass es jetzt die Zeit ist, die Adventbotschaft zu verkündigen, freimütig, freundlich, aber freimütig. Und das wird den König des Nordens etwas durcheinander bringen. Da heißt es in Daniel 11, Vers 44, es werden ihn aber Gerüchte erschrecken aus dem Osten, weil Christus aus dem Osten kommt, und aus dem Norden, weil das Gericht, so ist es im Alten Testament, aus dem Norden kommt. Die Verkündigung, Jesus kommt und das Gericht kommt. Die werden ihn erschrecken, den König des Nordens. Es ist nichts anderes als die dreifache Engelsbotschaft. Das ist das, was verkündigt wird in dieser Zeit. Und der König des Nordens wird mit großem Grimm ausziehen, um viele zu vertilgen und zu verderben. Und wohin geht er? Er greift Jerusalem an, das geistliche Jerusalem. Und er wird seine prächtigen Zelte aufschlagen zwischen dem Meer und dem herrlichen heiligen Berg. Aber es wird mit ihm ein Ende nehmen und niemand wird ihm helfen. Praktisch wird das so aussehen. Das Buch vom Schatten zum Licht. Merkt ihr, wie wichtig das Buch ist? Es gibt so viel Erkenntnis dort. Seite 541. Kirchliche und staatliche Würdenträger werden sich zusammentun, um Menschen zu bestechen, zu überreden oder zu zwingen. So wie in den letzten 3 Jahren. Zuerst ein Angebot. Wenn du nicht willst, dann gibt es eine Wurst dazu. Und wenn du das auch nicht nimmst, dann müssen wir ein bisschen nachhelfen. Mit deinem Job, den Job zu entziehen, wie du da hinkommst, müssen wir es schlimmer machen. Aber Gott hat dort eine Grenze gesetzt. Es wurde nur etwas angedroht, Strafen, über Gefängnis wurde diskutiert. Gott hat gesagt, bis hierhin und nicht weiter.
Wenn dieser Moment kommt, dann gibt es hier keine Grenze. Das heißt, die Gewissensfreiheit, die so große Opfer gekostet hat, wird nicht mehr beachtet werden. Es wird nicht mehr beachtet werden. Und jetzt die Frage, was ist denn jetzt die einzige Lösung? Was ist jetzt denn die einzige Lösung? Also wir haben festgestellt, der König des Südens ist es nicht, oder? Und der König des Nordens ist es? Ist es auch nicht. Daniel 12, Vers 1. Zu jener Zeit wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der für dein Volk einsteht. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Völker gibt. Bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Das ist die einzige Lösung. Das ist die gute Nachricht. Darauf können wir uns verlassen. Da könnt ihr auch ein Kreuz machen und das wählen. Das lohnt sich. Das bleibt. Es wird eine Veränderung in unserer Gemeinde geben. Christus kommt bald, Seite 143. Wenn das Ende naht, ihr Lieben, es kommt schneller, als ihr denkt. Die Ereignisse überschlagen sich gerade. Seht ihr das? Wenn das Ende naht, wird das Bekenntnis der Gläubigen entschiedener und kraftvoller sein. Was wollen wir also bekennen? Was wollen wir bekennen? Wir wollen bekennen die Anbetung Gottes und Gottes alleine. Wir wollen die Bibel in den Vordergrund stellen und sagen, jawohl, die ganze Bibel. Die Bibel legt sich selber aus. Wir wollen die 10 Gebote in den Vordergrund stellen und das mutig verkündigen. Alle 10 Gebote, nicht 8, nicht 9, alle 10 Gebote. Wir wollen die Förderung zur Verbreitung der Bibel unterstützen. Missionsarbeit, das, was wir hier sehen. Wir wollen den wöchentlichen Ruhetag beachten und die Taufe und das Abendmahl hochheben und den Menschen freudig erzählen, ja, der Tod ist schlimm, aber es gibt eine Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung. Wir wollen aber auch Nein sagen zum Atheismus und Ja sagen zu Christus. Wir wollen aber auch klar und deutlich sagen und benennen, was Unzucht ist. Und sagen, bis hierhin und nicht weiter, die Ehe ist nur zwischen einem Mann und nur zwischen einer Frau. Deshalb ein paar letzte Fragen an dich. Hast du in der Vergangenheit die Anbetung Gottes vernachlässigt, das Gebet, das Bibelstudium? Kehre zu Gott zurück. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Lebst du aktuell im Widerspruch zum Gesetz Gottes? Kehre zu Gott zurück. Jetzt ist die Zeit. Verbringst du deine Freizeit lieber mit sinnloser Unterhaltung, anstatt dich für die Verbreitung des Wortes Gottes einzusetzen? Kehre um. Jetzt ist die Zeit. Ist bei dir der 7. Tag in Vergessenheit geraten? Kehre um. Jetzt ist die Zeit. Sagst du dir, wenn ich alt bin, dann werde ich mich taufen lassen. Das ist kein Weg. Die Bibel lädt dich ein, heute, wenn ihr seine Stimme hört, heute könnt ihr die Entscheidung für Christus treffen. Heute ist es Zeit, umzukehren und sich taufen zu lassen. Wann hast du das letzte Mal das Abendmahl erlebt? Oder ist es dir nicht wichtig? Kehre um. Heute ist die Zeit. Ist es dir bewusst, dass deine und meine Lebenszeit abläuft? Ist es dir bewusst? Wir alle sind sterblich. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ist dir das bewusst? Dann kehre um. Jetzt ist die Zeit. Bist du verstrickt in Unmoral durch den Konsum von Pornografie, außerehelichen Geschlechtsverkehr oder homosexuelle Aktivitäten? Ihr Lieben, lasst uns umkehren, Buße tun, jetzt ist die Zeit. Die gute Nachricht ist, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht,
dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wann, wenn nicht jetzt, sollten wir diese Einladung annehmen? Denn jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Also, Weltkrieg 1, 2 oder 3, wir wollen das im Hinterkopf behalten. Aber viel wichtiger ist es, dass wir erkennen, unsere Erlösung kommt nur von dort alleine. Glaubst du das? Gott segne dich. Amen. Herzlichen Dank, Eugen. Mögen noch mehr Vorsteher und Administratoren kräftig predigen, so wie du es tust. Möge ganz Deutschland aufstehen und die Wahrheit verkündigen, so wie wir es heute gehört haben, die biblische Wahrheit. Danke für deine Aufrufe, die sind so wichtig. Und darüber nachzudenken, die 5 Minuten nehmen wir uns noch durch ein Musikstück von Adam Mittal. Und das heißt, ich rufe zu dir, Herr Jesus Christ.
Amen, Amen. Ich lade alle ein, zum Gebet aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir einfach danken, dass du es gut mit uns meinst. Danke, dass du ewig bist, dass du allwissend bist, dass du liebevoll und barmherzig bist und vor allem gerecht und heilig. Danke, dass du uns die Dinge im Vorfeld offenbart hast, dass wir uns nicht verführen lassen müssen, Herr. Dass wir klar sehen und die Zeit nutzen, die du uns noch gegeben hast. Danke, dass die wahre Erlösung nicht durch Menschen oder Institutionen kommt, sondern nur von dir, von Christus allein, der uns zu dieser besonderen Zeit aus diesem Angriff, aus diesem letzten Angriff erretten wird. Wir warten darauf und wir freuen uns. Und in dieser Zeit, Herr, wollen wir treu unseren Missionsdienst tun. Das, was du uns aufgetragen hast. Nicht mehr und nicht weniger, sondern nur das, was du uns aufgetragen hast. Segne uns dabei, segne Asi und alle, die Gottes Mission unterstützen. Hab Dank dafür, in deinem Namen. Amen. Wir bleiben gleich stehen zu einem Schlusslied, das Lied Nummer 4, Er führet mich, wir wollen es gemeinsam singen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich schon den Livestream verabschieden, wir sind etwas über der Zeit und wir werden einiges auch am Schluss noch abkürzen, aber ihr seid herzlich willkommen, heute Abend wieder dabei zu sein, um 19 Uhr, wenn Ronny Schreiber sein Thema hat. Das heißt, unsere Zeit und der Verlust der Wahrheit, heute Abend um 19 Uhr im Livestream, würden wir uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid über das Wort TV. Auf Wiedersehen.